Hallihallo, meine lieben Ritter. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsgeschenke. Ich habe mich jedenfalls sehr, 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 sehr gefreut. Aber jetzt mal zurück zu King's Quest. Wir haben ja immer noch keinen Plan, wie wir weiter machen sollen. Allerdings muss. Moment, ich muss mal kurz gucken, wie viel Leben die beiden haben. Zwei Herzen. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Plan, dass. Wir bekommen ja jeden Morgen eine Keule zum Füttern. Und die könnten wir ja mal selber verspeisen. Dann hätten wir wahrscheinlich ein wenig mehr Kraft. Und ich würde jetzt es so machen, dass wir die Keule, die wir gleich bekommen, den Bäckern geben. Denn uns gleich wieder schlafen legen und die dann essen, weil ich möchte hier ungern jemanden sterben lassen. Ich hoffe, das geht so auf. Ich weiß es nicht. Oder wir essen die jetzt einfach gleich, weil die haben ja noch zwei Herzen. Allerdings, wenn ich jetzt am nächsten Tag aufwache, haben die nur noch eins. Und wenn ich mich dann nochmal schlafen legen muss. Wir gehen jetzt einfach auf Risiko. Wir haben nichts. So viele Leute zählten auf mich und ich hatte noch immer keinen Plan. Ich schlief mit einem flauen Gefühl im Magen ein. Ich musste mich entscheiden. Heute brauchte Bramble etwas Mitgefühl von mir, sonst würde sie es nicht schaffen. Verdammt. Okay, wir haben wieder eine Keule. Ich gehe jetzt noch mal kurz gucken, wie es denn jetzt aussieht mit denen. Weil die werden jetzt wahrscheinlich nur noch ein Herz haben, die Bäcker. Und dann gehe ich noch mal zu den Trankmischern, wie es da aussieht. Und dann werde ich mal abwägen. So. Ja, die haben jetzt nur noch ein Herz. So, dann gehe ich mal hier lang. Wir haben die ja erst gefüttert. Die müssten also noch ein bisschen was haben. Ich finde den Mantel so toll. Der flattert immer so schön rum. So, die liegen schon wieder auf dem Bett. Die haben jetzt nur noch zwei. Die Schmiedin kommt wahrscheinlich relativ gut klar. Ja gut, wenn ich jetzt wieder die jetzt an die Bäcker verschenke, ja, dann haben ja die Trankmischer wieder dann nur noch ein Herz. Ich esse das jetzt mal selber. Okay, kann ich hier nicht machen, muss ich wahrscheinlich in meinem Zimmer in meiner Zelle machen. Weil wir ja den besonders schön gedeckten Essenstisch haben. Und dann können wir nämlich mal hier die Brücken runterlassen, hoffe ich. Und haben wir noch irgendwas? Ja, eine Tür zum Aufmachen gibt's noch. Ja, dann können wir nämlich mal weiter erkunden. Und vielleicht hat sich ja die Essensfrage schon gegessen, sozusagen. Oh mein Gott. Ein ungewolltes Wortspiel. So. Ist, hau dir mal selber was rein. Ich fühlte mich schon weitaus besser. Das ist doch schön. Wie sieht's jetzt aus? Mir ging es schon weitaus So, besser. jetzt haben wir nämlich zwei Muskelarme. Jetzt können wir doch mal gucken, ob wir nicht die Brücken runtergelassen bekommen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Jawohl. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist doch hier der Eingang zu den
Trank mischern. Was? Das sind hier nur Abkürzungen? Hä, wozu ist denn das jetzt gut? Hä? Das ist ja unnötig eigentlich. Ich gehe jetzt mal nach oben. Der klebt immer noch an dem Spinnnetz fest. So, hier nochmal mit den Blumen, da wollte er ja auch irgendwie hochsteigen. Auf einer Art Koboldleiter wuchsen undefinierbare Pflanzen. So, kommst du da jetzt hoch? Nein, da brauche ich noch mehr Kraft. Okay. Gut, aber hier war da oben noch eine Tür. Es wäre schön, wenn wir die jetzt aufkriegen würden. So. So, na? Ja, die kriegen wir auf. Okay, was befindet sich jetzt dahinter? Was ist denn das hier? Es gab dort mehr Matratzen als Einwohner von Devon. Wo hatten sie die nur alle her? Eine sehr schöne Ansicht. Wo klauen die die Betten? Okay, was haben wir hier? Eine Musikbox für Kobolde? Hä, was soll ich hier machen? Ach so, das hier ist irgendwie so ein Ton. Hiermit kann ich die Rolle drehen. Und was haben wir hiermit? Das war offenbar falsch. Okay, hier müssen wir ein kleines Musikspiel machen, so wie es aussieht. So, haben wir hier. Hier haben wir eine Pflanze, da können wir aber nichts mitmachen. Okay. Ist ja okay. Ich denke mal, wir müssen den da oben zum Einschlafen bringen. Mit irgendeinem Schlaflied. Wir haben aber noch keinen Hinweis darauf, wie wir das denn genau zu tönen haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Einzustellen, zu stimmen, zu stimmen. So. So, da bin ich wieder zurück. Ich werde ständig unterbrochen. Ist furchtbar. Das ist wieder eine verschlossene Tür. Kriegen wir die... Ah, nein. Stimmt. Da, jetzt... Oh, jetzt kriege ich es auch mit. Da hängen jetzt drei Steine hier. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich drei Krafteinheiten, nenne ich das jetzt mal so. Das, wir werden die Tür nicht runterkriegen. Jetzt habe ich das auch mal gemerkt. Natürlich läuft es oft nicht so wie im Märchen, aber manchmal siegt einfach die Romantik. Diese Kobolddame wollte unbedingt ihren Prinzen finden. Ah ja, die spielen also ein Theater? Das ist sehr lustig. Was meint, der lässt den Vorhang hoch? Da sitzt ein Frosch, wenn ich mich nicht irre, und der wird dann abgeküsst. Okay. Ah, hier bin ich hinter den Kulissen. Da unten ist der Frosch. Hier ist eine Falltür. Wenn ich hier drauf stehe. Okay. So, der Stein hier. Okay, was passiert? Ich drehe den einfach nochmal. Achso, das geht nur wieder zurück. Ach, vielleicht wenn er oben ist. So.
Ja. Okay, jetzt wieder, wenn er unten ist. Ja. Okay, dann geht die Tür immer auf und zu. Was bringt mir das jetzt genau? Jetzt ist sie wieder offen. Oh. Oh no. Jetzt denkt die, sie hat mich. Jetzt denkt die, sie hat den Frosch verwandelt in einen Prinzen. Das ist ja super. Na klar, wir haben den Frosch jetzt im Inventar, ja. Okay, Graham scheint nicht begeistert zu sein. Okay, können wir uns hier jetzt ein paar Sachen irgendwie wegnehmen? Jetzt komme ich hier einfach wieder raus. Okay. Wir haben jetzt einen Frosch. Der Frosch kann doch die Fliegen fangen. Der kann die Fliegen fangen. Halten die uns jetzt hier alle für einen Prinzen? Für den Froschkönig. Wo waren jetzt nochmal die Fliegen? Hier? Ja. So, Frosch, fang mal. So, jetzt hüpft er da rum. Er hüpft wieder weg, okay. Wir haben jetzt eine Fliege im Inventar. So. Achso, jetzt bin ich hier. Achso, wir haben ja noch das Schwert. Können wir das rausziehen? Können wir das jetzt rausziehen? Ja! Komm schon. Streng dich an. Oh. Warum war mir das? Schmuggelware ist sicher verboten. Das verstecke ich besser. Warum war mir jetzt klar, dass da kein richtiges Schwert dran ist? Ein Bratpfannenschwert in Klammern Schmuggelware. Super. Das ist schon mal ein Anfang. Wir können, ich weiß aber, wo wir das verstecken können. Aber zuerst werde ich es versuchen, der Schmiedin zu geben. Vielleicht kann die ja was damit anfangen. Oder können wir jetzt vielleicht die kleinen Kobolde damit ausnocken? Weiß ich nicht. So. Wie siehst du aus? Wie geht's? Wie fühlt ihr euch? Hunger. Okay, sie ist aber noch voll fit. Wiedersehen. Bis dann. So, kannst du vielleicht was mit dieser tollen Schmugglerware anfangen? Oh, gute Arbeit. Nicht schlecht. Könnte noch ein paar Widerhaken gebrauchen, aber ich will mich nicht beschweren. Okay, Graham. Trete zurück. Jetzt bin ich gespannt. Welchen soll ich zuerst ausschalten? Den rechten natürlich. Den da. Nimm das! Komm her, du halber Haufen Schott. Steck deine Hand herein, dann schneide ich sie ab. So. Oh. Ah! Nein, 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 nein. Okay. Wie war das, Gart? Oh, nichts. Oh no, jetzt ist die Bäckersfrau tot. Oh no! Ich hatte wieder einen Freund im Stich gelassen. Was für ein König. Oh, verdammt. Die Hobblepots waren sehr geschwächt. Ich hielt es für weise, nach ihnen zu sehen. Bin ich schon mal da.
Ich glaube, ich habe die ganze Sache von Anfang an ein bisschen falsch angegangen. Ich hätte gucken müssen, wer am schwächsten ist und hätte dann überlegen müssen, wer jetzt genau was zu essen braucht. Oder ich hätte mir die erste Keule gleich selber reinschieben sollen. Dann hätten wahrscheinlich alle noch genug Gesundheit gehabt. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Münze. Damit können wir die Stäbchen kaufen, Fliegen und Fleisch. Und das Fleisch bekommen jetzt nochmal die Hobblepots. Dann kann ich denen auch gleich die Fliege geben. Und mit den Stäbchen, ja gut, das Stäbchen, brauchen wir die jetzt überhaupt noch? Die Bäcker ist ja jetzt, mit dem müssen wir gleich mal sprechen. So, hier haben wir erstmal was zu essen für euch. Keine Ahnung, wo ihr das her habt, aber danke. So, dann habe ich noch eine Fliege. Okay, trete zurück. In Fahrt und Kraut. Verflixt, sagte ich Auge einer Fliege? Ich meinte fliegende Augen. Ich verwechsle das immer. Oh, Muriel. Hey, das ist genug! Wie kann eine ganze Horde Kreaturen so dumm sein? Wer hat euch erzogen? Ihr seid zu tieferem Denken fähig. Das ist ein Fakt. Das reicht. Ich habe genug von diesen kleinen Sadisten. Wir schalten sie aus. Oh, Muriel, mit Gewalt? Denken wir noch mal nach. Nein, ich bin fest entschlossen. Wir bauen eine Knochenbombe. Das ist die eleganteste Lösung. Alles klar, Muriel. Wir brauchen etwas Bummpulver. Hier ist das Rezept. Bummpulver. Okay, wir brauchen Bummpulver. Was ist denn im Bummpulver drin? Zum Glück verwende ich unser neues Achso, ich kann umblättern. Ich will die Aromamischung hier unten so, auf keinen Fall stören. So, das hier sieht wie Bummpulver aus. Wir Man brauchen. Kann die Luft fast schmecken. Die haben schon Knochen. Okay, wir brauchen eine Erbsenschrote. So wie das aussieht. In dem Nur einen Zimmer mit den kann, Matratzen waren ja ganz gesund. Viel mein Erbsenschoten an der Wand. Und dann brauchen wir noch eine Rose. Geschmacksnerven verenden. Es heißt doch, sie sterben ab, wenn man sie nicht benutzt. Wo kriegen wir denn bitte eine Rose her? Gibt's hier noch was? Nein. Ist hier nicht eine Blume gewachsen oder so? Nee, das ist bloß das Schloss. Ich will endlich unseren Stumpfkessel einweihen. So, wir haben jetzt Pflanzenwuchstrank. Ah, okay. Und wir haben noch die Münze. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge hier an der Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play King's Quest. Mantelgeflatter!